Recht herzlich willkommen zur 250. Folge von City Skylines. Ja, 250 ist eine runde Nummer, ne? Aber egal. Was hatten wir? Wir hatten Punkt 2 erledigt, glaube ich. Da ging es ja darum, dass die Luftschiffe nicht passend angebunden sind. Das haben wir letztes Mal erledigt. Dann kommen wir zu Punkt 3. Da geht es darum, dass die Arbeiter halt nicht zum Industriegebiet kommen, und dann suchen wir doch mal, gucken wir doch mal gerade rein, wie das denn dann so angebunden ist. Und ja, das war natürlich im Zusammenhang mit den Luftschiffen wahrscheinlich auch gemeint. Aber wenn wir hier gucken, hier unten ist auf jeden Fall eine Buslinie. Hier fährt eine auch noch irgendwo her. Hier könnte natürlich sicherlich noch eine durchfahren, ne? Die Straba fährt natürlich hier lang, und genauso wie da eine Buslinie ist, die da durchfährt. Wo fährt denn hier jetzt noch jemand rein? Da. Könnte da lang fahren. Nee, andersrum drehen. Da lang. Dort geht dann die Straße lang nach da und fährt da wieder raus. Ja, wir könnten eigentlich schauen, dass wir da vielleicht nochmal einen Anschluss hinkriegen, oder? Ja. Lass uns mal noch einen Bus hier durchziehen. Der fährt jetzt da lang. Wo kommen wir denn da her? Wir kämen daher da lang. Wir müssten nur einen Wechselplatz finden, der ganz gut ist, ne? Okay, hier am Bahnhof wäre natürlich nicht schlecht. Da ist der Güterbahnhof, da ist die Monorail. Aber die Monorail können wir auch nicht mitnehmen jetzt gerade, oder? Die fährt unten runter her, die Bahn. Vielleicht machen wir es doch hier. Komm, lass uns hier unten starten. Wir wollten ja das Industriegebiet anschließen, ne? Ich würde es auch ganz gerne den Bus in die andere Richtung fahren lassen. Das heißt, wir starten mal hier, fahren hier lang. Haben hier jetzt niemanden, fahren hier rein. Haben da was. Fahren dann hier lang. Kommen hier lang. Ich glaube, da war unten schon der Straben. Ja, da war einer. Da kommen wir nachher auch wieder hinwenden. Fahren. Da haben wir. Fahren hier lang. Machen da eine. Hier geht's ja weiter raus. Können wir da noch eine setzen? So, hier müssten wir gucken, dass wir vielleicht einen Wechselplatz finden. Mit der Straßenbahn. Hält die denn irgendwo an? Ja, da. Das heißt, ich setze hier nochmal einen Punkt hin. Fahr dann hier hin. Aber da kann ich nie drehen, ne? Beim Bahnhof. Der fährt dann durch den Tunnel bis hier hinten irgendwo. Nee, das will ich dann nicht. Dann fahren wir den da besser nicht an. Wo waren die letzte Station? Da. Dann machen wir die hier hin. Das ist dann schon ein bisschen besser. Nehmen hier nochmal die Monorail mit und drehen dann wieder um. Kommen hier nochmal her. Jetzt ist die Frage, fahren wir da zurück? Fahren wir da zurück? Halten da an. Halten hier nochmal an. Ja, das war auch ein Thema vom MAZ. Hier geht nicht nebeneinander, sieht man, geht nebeneinander, ne? Nur nicht direkt jetzt so, aber in der Straßenmitte ist der eine und der andere ist halt da, ne? Jetzt gehen wir hier noch hin. Kommen da hin. Kommen da hin. Fahren aber jetzt hier geradeaus einmal weiter. Nehmen das ganze Stück noch mit. Kann man hier umsteigen?
Hier gibt es keine Bushaltestelle leider, ne? Machen wir da mal hin. Und ja, schließen dann. Dann haben wir die Linie fertig. Was Sinn machen würde, wäre, wenn hier diese Linie hier noch fährt. Kriege ich die denn angepackt hier? Vielleicht hat die da jetzt auch eine Haltestelle gekriegt, weiß ich nicht. Wäre aber sehr sinnvoll, wenn die da eine Haltestelle hätte, dass die da wechseln können. Dann können die auch von da aus weiterfahren. So, das haben wir dann. Dann ist das auch besser abgedeckt. Hier war auch er drin. So, hier ist jetzt nicht unbedingt drin, aber man muss ja auch nicht jeder, ne? So, was ist hier? Hier fährt keiner durch. Ist aber Wohngebiet, glaube ich, ne? Ja. Muss dann auch nicht unbedingt sein. Also muss schon, aber das sind alles. Lassen wir so. So. Dann gucken wir nochmal. Industriegebiet war ja noch möglich. Gucken wir mal, wie hier die Industrie ist. Da ist Industrie, aber hier fährt niemand rein, ne? Also hier ist eine Einfahrt. Das ist alles Sackgasse. Darum ist auch Sackgasse. Die Straßen könnte man eigentlich verbinden, ne, oder? Wäre eine coole Idee, oder? Was haben wir denn da? Ich glaube nur einfache Spuren, ne? Aber das funktioniert dann nicht. Dann haben wir das jetzt noch ein bisschen angebunden. Weil dann können wir da auch noch notfalls wieder eine Linie durchziehen, ne? Die kommt dann von da. Packt da an. Pack da an. Pack da an. Ja. Sieht man hier nicht so viel mit den Straßen gerade, ne? Okay, da geht's raus. Das heißt, ich würde sie hier auch nochmal fahren lassen. Hier wäre jetzt Straßenbahn. Machen wir hier noch eine hin. Da. Und wechseln hier. Und fahren dann da rein, ne? Und dann haben wir die auch geschlossen. Dann ist das Industriegebiet auch noch erschlossen worden. Gut, dann nochmal da rein. Hier oben wäre dann noch das nächste. Aber da geht was lang. Das hatten wir gerade, das haben wir gerade. Hier hinten fährt dann durch das Müllgebiet eine Linie. Ne, muss auch nicht. Da können wir auch noch gleich dran arbeiten an dem Müll. Hier gehe ich von aus, dass dann eine Linie lang geht. Tut's auch. Machen wir das nochmal an. Hier wäre noch was. Aber ich glaube, da fährt auch eine Linie bestimmt durch, ja. So, dann haben wir hier noch. Müll müssen wir wieder, wie gesagt, bearbeiten. Hier sollte auch wer durchfahren, oder? Ja. Gut, dann haben wir das erstmal. Die Fahrzeuge können alle da durchfahren. Haben wir hier hinten noch irgendwas verpasst? Nein, ne? Nein, das hier ist jetzt sehr minimal. Das ist jetzt auch nicht, dass wir da auch noch was machen. So. Industriegebiete sollten angeschlossen sein. Das war dann gesagt. Dann ging es darum, dass irgendwo die Fernwärme fehlen soll. Ein ganzes Viertel. Habe ich das schon gemacht, oder
Also dieses Haus hier, das ist nicht ganz angeschlossen, oder wie sehe ich das? Und dann ist es jetzt wenn angeschlossen. Glaube ich. Müsste ja auch orange werden. Ah, da ist ein Viertel, was nicht angeschlossen ist. Ergo fehlt es dann da. Da haben wir aber Leitungen. Die müssen wir nur aufwerten, ne? So, das sollte sein, oder? Oder fehlt da noch was? Komm, mach das noch, wenn es dann... Was haben die da für ein Symbol dran? Ne? Okay, die waren am Meckern, weil sie einen kalten Hintern gekriegt haben, was jetzt nicht mehr der Fall ist. So, wie es aussieht, ist jetzt überall passend. Überall ist jetzt Fernwärme da. Ne, da fehlt noch was. Da machen wir das auch noch gerade hin. Aber das war vielleicht auch gar nicht so wichtig. So, nochmal rauszoomen. Hier ist noch ein Gebäude. Irgendein öffentliches Gebäude ist das. Das haben wir jetzt aber auch. So, das hat noch nicht geklappt, das Gebäude. Das haben wir auch verlängert und nicht hier gemacht. Deswegen geht das auch nicht. Das haben wir jetzt aber auch geschafft. Ja, ich glaube, so wie es aussieht, ist jetzt überall Fernwärme da. Dann hat das erstmal geklappt. Ja, ich sehe jetzt keine Stelle mehr. Dann sind wir mit der Fernwärme auch durch. Das ist auch positiv gelaufen dann. Okay, was haben wir dann noch für einen Punkt? Fernwärme war gesagt worden. Dann machen wir jetzt erstmal, bevor wir das nachher wieder vergessen haben, hier... Ah, da brauchen wir ja nicht, da gehen wir ja direkt hin. Hier zum Beispiel den Friedhof, den müssen wir mal bearbeiten. Der daneben auch. Und ich glaube, wenn wir das... Ne, so ist nicht so schön. Hier so ist schön, da sieht man dann die Symbole, glaube ich, am besten, oder? Kann das sein? Wir sind aber gerade mit unseren Zuschauern, nicht mit unseren Bewohnern im Rückgang, kann das sein? Ist überall leerstehende Häuschen. Haben wir hier noch irgendwo was? Hier ist auf jeden Fall was. Das nicht. Jetzt müssen wir das wieder ausmachen, gerade einmal. So, das läuft. Das können wir umgekehrt machen. Da ist auch noch einer. Das muss noch geleert werden. Das umgekehrt. Das auch. Das auch. Dann ist hier soweit erledigt. Gucken wir mal hier, ob wir was finden. Da ist noch einer. Der muss geräumt werden. Hier sieht alles gut aus, oder? Ich glaube, das passt soweit. Wie ist hier? Da ist irgendwie ein Smiley. Was sagt uns das Blaue hier? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Okay, das ist jetzt so. Hier ist nochmal. So, das. 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 Die sind deaktiviert, aber der nicht. Räumung beendet. Hier ist auch noch einer. Dann haben wir das. Hier ist alles okay. Dann haben wir unsere Friedhöfe auch durchgeforstet. Hier ist noch einer. Läuft aber soweit. Gut.
Ja, dann sind wir mit dem Ding gerade, glaube ich, mal so ungefähr durch. Das haben wir dann auch geschafft und dann können wir uns dann in der nächsten Folge den nächsten Punkten widmen. Ja, das war, glaube, Monorail mit Anschluss an der Straße, war da gesagt. Und das mit den Bushaltestellen haben wir auch schon gesprochen. Den nächsten Punkt, der dann kommt, das muss schon Punkt 7 oder sowas sein. Schauen wir mal gerade nach. Ach so, das große Industriegebiet ist zweigeteilt. Wieso ist das große Industriegebiet zweigeteilt? Ist es das hier? Das ist jetzt die Frage, ne? Es hier keine Querstraße gibt oder wie? Tja, da müssten wir mal gucken, dass wir das vielleicht erledigen, wenn. Dann kommen die natürlich auch besser dahin, ne? Jetzt müsste man so eine Ansicht haben, wo man die Straßen besser sehen könnte, ne? Die Straßen gehen alle ziemlich längs hier, ne? Hier müsste man zum Beispiel was durchmachen, dann verbindet man schon mal wieder was. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Auf jeden Fall ist das unser großes Industriegebiet. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Das ist klein, das ist klein, das ist klein. Ja, hier ist nochmal Agrar und hier haben wir nochmal ein Industriegebiet. Ist jetzt aber auch nicht so. Hier ist nochmal. Ja, ich denke, das Große ist das definitiv. Da müssen wir mal gucken, wie wir da das ein bisschen aneinander binden. Aber das denke ich mal, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Und freue mich noch mehr, wenn ihr die Glocke anmacht, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich. Tschüss.